Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Raspberry Pi. Und da machen wir jetzt Türchen Nummer 15 auf. 15, da ist er. Da ist drin ein GPIO-Kabel. Gut, dann gucken wir mal, was wir damit tun sollen. Heute im Adventskalender ein GPIO-Verbindungskabel. Das Anschlussschema der 7-Segment-Anzeige ist das gleiche wie an den letzten Tagen. Zahlen mit Scratch auf der 7-Segment-Anzeige. Das Programm des 15. Tages zeigt, wie sich mit Scratch Ziffern auf der 7-Segment darstellen lassen. Scratch ist leider auch im Turbo-Modus nicht schnell genug, per Zeitmultiplex alle vier Ziffern der Anzeige zu steuern. Das Programm zeigt deshalb immer nur eine einzelne Ziffer. Jo, was sollen wir denn heute machen? Also bauen können wir hier eigentlich erstmal zurückbauen, wenn ich das richtig sehe. Können wir das aber auch alles so lassen, weil die Schalter brauchen wir ja nicht wirklich. So, wir brauchen Scratch 2. So. Oh, das ist aber eine Menge Holz. Gucken wir mal. Was denn passiert? Gib eine Zahl ein. Ja, fangen wir an mit der 1, würde ich sagen, ne? Okay. Da funktioniert aber irgendwas nicht. 2. Nee, geht wieder nur einmal, dann ist er abgestürzt. Das hat man doch alles schon mal. Ich kann hier keine Zahl eingeben, geht nicht mehr. Ich kann stoppen und neu wieder starten. Eins, nee, 7. Ich kann nur eine, er akzeptiert nur eine 1. So, die ist aber da. 2, 3, 1 akzeptiert er. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nee. Also ich würde ja mal fast sagen, das Programm funktioniert hier nicht. Was ist, wenn wir den jetzt mal zumachen und nochmal neu starten? Ja, also heute ist das Glück mir nicht sonderlich hold mit der Technik. Es funktioniert alles nicht vorne, nicht hinten, nicht in der Mitte. So, 9, jetzt geht's. Was passiert bei 11? 11 akzeptiert er nicht. 42, 88, nein, nur eine einstellige Zahl nimmt er an. Gut, jetzt müsste man hier mal schauen, kriegen wir das irgendwie
So sieht das Ganze schon besser aus. Funktioniert. So, das soll Tag 15 gewesen sein. Käme als nächstes Tag 16. Digitaluhr. Da wird es mal wieder interessant. Bis dahin. Tschüss.